Wir sind hier live in der Präfektur Mie in Japan und warten gespannt auf den großen Preis von eben Japan. Das Rennen 2015 war einer von nur 5 Grand Prix, bei dem es keine Ausfälle gab. Doch heute würde ich aufgrund des hart umkämpften Starterfeldes schon im Qualifying nicht mehr unbedingt darauf wetten. Südwestlich der japanischen Millionenmetropole Nagoya liegt der Suzuka Circuit. Heute ist es hier sehr windig und nass. Dieser Wind wird vor allen Dingen in Sektor 1 den Fahrern extrem viele Probleme machen. Denn Sektor 1 der 5,79 Kilometer langen Strecke mit 18 Kurven, da sind die schnellen S's und die haben es unter diesen Umständen in sich. Überholt werden kann am Ende von Start und Ziel, also hinein in Kurve 1 und natürlich immer vor oder in die letzte Schikane hinein. Aber es gibt auch noch die Haarnadelkurve und in der hat ja auch schon der ein oder andere ein verrücktes Manöver gestartet. Frag nach bei Kamui Kobayashi. Und bei mir ist heute Stefan Römer. Reden wir über Richter. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Es war ein sehr solides Jahr für sie und es gab natürlich jede Menge unglaubliche Leistungen. Aber was mich wirklich überrascht hat, war die Konsistenz. Mit dieser Form erwarte ich heute ein weiteres spannendes Rennen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Richter startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Raikkonen, Nico Hülkenberg und Perez. Hamilton, Ocon, Verstappen und Charles Leclerc. Sainz Jr., Ericsson, Pierre Gasly und Stroll. Grosjean, Van Dorn, Brandon Hartley und Kevin Magnussen. Sirotkin und Fernando Alonso startet aus der hintersten Reihe. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. With 5 races remaining, we're still in with a chance of taking the Constructors' Championship. The team need a result from you today. Ja, damit herzlich willkommen auch zurück zu Let's Play Fight 2018 mit dem Rennen. Jetzt kribbelt es in den Fingern, die gehen rein auf jeden Fall in die Einführungsrunde. Raikkonen und vielleicht noch 4, also müsst ihr Minimum 1 oder 2 Plätze noch verlieren. Und um dann den Titel und das wird den Titel machen. Fahrt und wir gewinnen. Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal unser Teil erledigen hier. Das wird heute alles andere als einfach werden. Wie gesagt, ihr seht, es regnet. Wir müssen heute voll konzentriert bleiben. Erstmal unsere Hausaufgaben machen und dann können wir jetzt auf die anderen gucken. Und wenn wir dann heute wirklich den Titel holen, dann freue ich mich natürlich. Dann ist das ein. Ja. Ereignisreiches Jahr mit dem Anfang mit Mercedes, dann dem Wechsel nach dem 4. Rennen zu Red Bull und dann, dann hier noch den Titel mit dem nächsten Top-Team klar zu machen. Ja, die Titel mit Mercedes fehlt uns noch, aber wir werden danach, nach der Saison, zu Williams springen. So als obligatorischer Wechsel, weil wir starten mit der 2019 mit dem Williams-Team. Und dann schauen wir mal. Ja, wie gesagt, wir schauen einfach mal, ob wir unsere Aufgaben jetzt lösen. 10 Minuten Regen, das wäre eine wichtige Information. Das sind immer bei 5 Runden. Das wäre super, dann haben wir noch. Hätten wir noch ein trockenes Rennen. Wir müssen irgendwie hoffen, dass wir das Rennen in die ersten 5-6 Runden überleben. Also wenn wir uns wirklich so absetzen könnten, jetzt hier gerade schon in der Einführungsrunde, wäre das super. Wir gucken erstmal auf unsere Aufgaben. Wir brauchen diesen zweiten Ferrari-Punkt weiter hinten, als er. Da muss Minimum noch ein Auto dazwischen, maximal 2 Autos. Also so kann es bleiben. Der Mercedes und Vettel. Und dann kann meinetwegen der Hamilton und Hülkenberg vielleicht noch kommen. Das wäre natürlich ein ideales Ergebnis. Und dann kann meinetwegen erst Kimi Räikkönen kommen. Also wenn wir das so in die Richtung ins Ziel kommen, und wir werden Erster, haben wir hier heute schon den WM-Titel unter der Fahrt. Nochmal, Minimum 16 WM-Punkte mehr als Kimi Räikkönen brauchen wir. Um das Ding heute zu 1000% zuzumachen. Und dann kommt der Angriff auf die Konstrukteurs-WM. Aber wie gesagt, geht mal davon aus, dass es heute noch nicht klappt. Wahrscheinlich noch nächste Woche. Und dann geht es erstmal, wie gesagt, nochmal in die Konstrukteurs-WM. Also es wird noch ein hartes Rennen werden, auf jeden Fall. Da müssen wir voll konzentriert bleiben. So, es werden natürlich sich erstmal die anderen reinstellen. Das wird natürlich alles andere als einfach werden.
So, die Ampeln gehen jetzt an. Wenn sie ausgehen, geht's los. So. Der Erste, der sich hier jetzt erstmal schon... Kusch, weg von mir. Kollision mit Vettel verursacht. Aber wir konnten unsere Position 1 verteidigen in die Esses rein. Bottas vor Vettel. Und dahinter die Kimi Räikkönen, glaube ich. So, ein bisschen konnten wir uns jetzt schon mal absetzen hinter vor Valtteri Bottas. So, erste gleich erste Runde. 13 Runden stehen heute an. Also es wird ein hartes Duell werden. Anbremsen jetzt hier auf diese Hana, auf die enge Kurve hier. Die ist nicht ohne, haben wir schon im Training gemerkt. Beziehungsweise in den Qualifikationstraining auch gemerkt. Und jetzt geht die 130 hoch in Richtung letzte Schikane. Auch die ist bei dem Wetter nicht ganz ungefährlich. Also Räikkönen liegt momentan auf 4. Das würde nicht reichen. Selbst wenn wir hier gewinnen. Das wäre aber ein Riesenschritt, wenn er nicht unter die ersten 3 kommt. In Richtung WM-Titel. Aber wie gesagt, nochmal, unsere Aufgaben heißen erstmal in erster Linie dieses Rennen hier gewinnen. Vor allen Dingen, weil es auch die Konstrukteurs-WM sein muss. So, der Abstand mittlerweile war 1,3 Sekunden auf Valtteri Bottas. Momentan kommen wir relativ gut weg. Der Angriff wird von Vettel. Was hinter mir passiert mit den Plätzen 2 und 3 ist herzlich egal. Nur zwischen Kimi Räikkönen muss noch ein Auto rein. Und nächste Rennen ist USA übrigens. Und da können wir den Titel natürlich auch klar machen. Dann. Und davon gehe ich heute auch auf jeden Fall auch aus, dass es nächste Woche wahrscheinlich erst der Titel ist wird. Aber jetzt erstmal Japan konzentrieren. Noch nicht USA, das müssen wir gerade ein bisschen abhaken. Wir müssen es hier bei diesem Wetter auf jeden Fall konzentrieren. Zumindest mal die erste bis zur Hälfte des Rennens. Und wenn er uns dann sagt, geht in die Box und der Rest geht auch in die Box, machen wir das auch. Und die Haarnadel haben wir schön ein bisschen verpennt. Ein bisschen versaut, aber es funktioniert. Wir kommen momentan weg. Also es ist leicht rutschig. Ich merke immer mal wieder so ein bisschen. Aber wir kommen weg. Wir kommen gut weit weg. Wir müssen nur bei 2-3 Sekunden mittlerweile zwischen uns und Valtteri Bottas gelegt haben. Aber wie lange? Solange Frecke noch 4 liegt, ist das egal. Der hat momentan noch kein Auto direkt hinter sich. Also der ist nicht wirklich unter Druck. So, sind wir jetzt gleich in Runde 2. Also das Gute ist, Japan war mal eine meiner Lieblingsstrecken. Mittlerweile so hart umkämpft. Also ich habe eine schlechte Ergebnisse geholt. Aber ich hoffe natürlich hier auf... ja. Das meine ich mit der... um konzentriert bleiben. Leichter Rutscher. Weshalb hier auch... 44,4. Ja, weiter konzentriert bleiben. Jetzt gleich auch in den nächsten. Da dürfen wir definitiv einen Rutscher haben. Gut, da sind einige am Ende da hinten. Gelb. Gelb auf der Stadt Zielgerade. Also da scheint wohl sich ein Dreher. Drei Autos sind da umeinander gefahren. Ich habe jetzt sicher kein was für ein Auto. Ich glaube, ein Haas, ein Renault, ein McLaren oder irgendwie sowas. Ich kann aber nicht jetzt genau sagen, weil es aber scheint wohl keiner ausgefallen zu sein. Und Vettel hat Bottas überholt derweil. Ja, kurz gelb. Oh, der erste Ausfall. Ja, leider aber kein rot. War das ein rotes Auto? Ich das gerade... Nee, Vettel Bottas. Okay, Vettel Bottas Räikkönen. Sagt er uns gleich durch, wer es ist. Ich hoffe natürlich Räikkönen. Aber ist es nicht. Urge, safety car, reduce speed immediately and
komm, gib mir mal die Information, wer es war. Max Verstappen. Das ist natürlich nicht gut, was die Konstrukteurs-WM betrifft. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. So, gib mir bitte jetzt mal die Information, dass ich weiterfahren kann. Es war Max Verstappen. Dass der Vettel plötzlich auf einmal an mir dran ist, das ist natürlich nicht gut. Komm, gib mir mal bitte jetzt ein Dreh. Komm. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Ja, leck mich doch am Sack, Alter. Wirklich, weil der in der letzten Sekunde nochmal auf Minus ging. Ja, Mann. Virtual Safety Car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Jetzt. Weil die Durchfahrtsstrafe kann ich natürlich jetzt absolut gar nicht gebrauchen, was das Rennen, was das betrifft. Green flag. Hey, hey, hey. Ist immer noch gelb da hinten. Was will der denn? Ich stehe voll auf der Bremse. Ich stand voll auf der Bremse wirklich. Und der gibt mir nochmal komplett. Nochmal. Oh Mann, das Spiel. Fuck mich nicht ab jetzt gerade. So, jetzt geht's okay. Der geht jetzt ein bisschen. Jetzt hat natürlich der Vettel an mir dran. Ey, wie sonst was? Diese Gelbphase hat mir gerade richtig Ärger gemacht. Jetzt habe ich den Vettel an mir dran klebe. Ich war schön weg. Ich war über 3 Sekunden weg. Und diese scheiß Virtual Safety Card hat mir gerade ein bisschen. Hat es mir richtig kaputt gemacht. Jetzt einiges erwischt. Ja, natürlich. Okay, das ist das Auto in der Box. Okay, I think the track will be drying out quite soon. Mind you don't burn out your tires. Meine Güte! Wie assi muss der denn sein? Na komm, den bremsen wir noch komplett weg. Der bremst mich dann nächstes Mal noch weg komplett. Im Zweifel wehre ich mich jetzt gegen dich, Herr Vettel. Excellent work, very well done. Let's hold on to this now, first place. Das nervt jetzt gerade. Ja, diese Virtual Safety Card hat mir komplett das Rennen kaputt gezogen. 8 Runden, naja, ich muss. Mann. Ist der mir schöner ans Auto, der mich da komplett wegbremst, Alter. Max has dropped out the race. War jetzt wieder so ein Ding, ne? Ja, jetzt ist er vorbei. Kann er aber noch nicht. Boah, Vettel, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Sorry, Vettel, aber ich wehre mich.
Ja, ist aber noch zu früh, oder auf die Trockenreifen zu wechseln, ne? Mann, du so behinderter Wichser, Junge, ey. Dieses Kacke, der setzt mich davor und dann geht der mir so auf die Bremse. Komm, da muss ich dich noch angreifen. So versorgst du mir mein komplettes Rennen, Mann. Hau ab von mir eigentlich. So, das war jetzt die Rache für die mehrere solche Aktionen. Für Raycon ist es natürlich jetzt ideal, dadurch ist er vorbei, aber zumindest habe ich den Ferrari jetzt los. Und je nach dem Ausfall von Max Verstappen auf jeden Fall zumindest ein Ferrari weg aus den Punkten. Das kann ich mal für die Konstrukteurswärme super wäre. Da wäre der zweite Ferrari allerdings lieber gewesen. Ist doch zu früh auf Trocken. Definitiv viel zu früh noch auf die Trockenreifen zu gehen. Ich versuche mich jetzt gerade mit Händen und Füßen hier zu wehren. Das sind 7 Runden. Also gute Halbzeit. Sieht sich noch. Oh, was will. Mann! Ich habe immer so einen kleinen Rutscher mit drin und alles zum Mund dran. Ja, die Frage ist, können wir jetzt nochmal in die Box? Gehen wir nicht in die Box? Das ist alles zu früh noch, ne? Ja, da habe ich jetzt richtig die Zeit liegen lassen. Die Reifen wollen gerade gar nicht mehr. Ich muss halt diesem Auto wieder vorbei an mir. Vor mir. Ja, oder dieses Virtual Safety Car hätte mich wäre das Ding durch gewesen. Ich hätte mich jetzt wieder ranzuziehen. Ich ärgere das. Ich komme immer in mein Rädchen von meinem Headset, dass mein Headset wieder leise ist. Ich kriege immer wenig vom Rennen mit, aber jetzt habe ich das Auto wieder hinter mir. So, den Move wollte ich, das wollte ich machen. Boah, Alter! Boah, das, Alter! Wieder mein Headset. Ich hasse das, wenn mein Headset so leise wird, ich das Auto nicht mitbekommen. Jetzt können wir eigentlich fast wechseln auf die Trocken. Das wäre natürlich jetzt die...
Hier hinten ist noch ein bisschen nass, das ist das Problem. Hinten ist es noch divers und ziemlich nass. Wie der einfach wegdreht und dann die Wand anzieht. Ich bin komplett links außen und der dreht sich so weg einfach. Es macht gerade so keinen Spaß mit dem Auto hier. Ist mir gerade egal, ob der jetzt weiter fährt, der jetzt raus ist oder so. Die Frage ist, ob es jetzt immer noch ein Auto noch mal draußen, noch eine Runde draußen zu bleiben. Wir bleiben alle noch eine Runde. Vier Runden müssen wir so. Ja, so eine kleine Aktion nochmal gegen Kimi. Und der fällt weit zurück. Dann können wir tatsächlich. Ich werde mich jetzt wehren hier. Ach ja, dann geh halt, werd halt leise, liebes Spiel. So, zwischenzeitlich ist es noch ein bisschen, also es ist zu früh. Fährt der Vettel mittlerweile auf Trockenreifen? Warte mal. Sind da einige schon. Ist der Vettel auf Trockenreifen oder ist er auf Nassreifen? Ja, siehst du, der ist auf Winters doch. Die sind alle noch auf Winters. Die sind alle noch auf den Winterreifen. Und ich weiß nicht, ob es wirklich Sinn macht, jetzt auf die Trockenreifen zu gehen. Es ist nämlich noch ein bisschen nass. Wenn man gerade so ein bisschen auf die Reifen guckt, hinten ist es noch ein bisschen nass feucht. Es ist noch leicht feucht. Wetterstatus. Wetterbericht. Okay, der sagt mir gerade, bleibt drauf auf den Reifen. Und von denen geht nämlich auch keiner rein. Und doch, Kimi geht, glaube ich, auf die Trockenreifen. Das muss ich jetzt gleich mal beobachten. Oder? Geht auf die Trockenreifen oder hat er ein Mega-Problem? Ich glaube, der hat ein Problem. Ist doch kein Auto ausgeschieden. Also doch ein Auto mittlerweile. Boah, was ein Rennen, ey. Schwer zu arbeiten hier habe ich gerade. Viel zu schwer zu arbeiten gerade. Vettel nochmal mit einer Bestzeit. Das ist mir gerade aber herzlich egal. Boah, Alter. Wir brauchen natürlich jetzt ein bisschen Luft zum Atmen gerade komplett. Die haben wir nämlich auch ein bisschen. Weil für die Verhältnisse sind für alle gleich. Die Reifen sind für alle kaputt gleich. Durch mittlerweile. Weil ich glaube, Kimi hat mega seine Probleme. Ich glaube, der hängt nur noch wirklich auf dieser vierten oder fünften Position. Ich hoffe, dass zumindest ein Auto vorbeigehen würde. Zwei Autos vielleicht. Das ist eigentlich viel zu. Ja, der sagt mir immer noch, bleib drauf auf den Reifen. Und jetzt 11, also wir haben noch zwei Runden. Also naja, klar, die Reifen. Sie sind alle noch drauf. Sie sind alle auf den Inters noch.
Keiner wird die, er macht bisher den Reifenwechsel auf die Trockenreifen. Ich würde ihn gerne machen, klar, aber dazu muss mir mein Wetterbericht auch sagen, mach. Ich werde mir jetzt natürlich nicht die Trockenreifen holen, wenn die anderen es nicht tun. Boah, was ein Rennen, ey. Ja, Kimi ist immer noch 4. Stand jetzt brauchen wir noch. Okay, der möchte immer noch nicht die Wechsel. Der sagt immer noch, die Reifen sind in Ordnung. Und wir haben noch 2 Röntchen. Ich glaube, momentan haben wir 2 Sekunden auf Perez. Keiner. Boah. Noch eine Runde und der Rest von dieser hier. Aber ich mache 3 Kreuze, wenn das Thema hier gegessen ist. Egal, wie das ausgeht. Egal, ob wir heute den Titel machen oder zumachen oder nicht. Egal, ob er heute den Titel wirklich zumachen oder nicht. Das ist halt das Problem. Der Vettel fährt aber Zeiten ohne Ende. Ich glaube, der hat nämlich frische Reifen drauf. Ich hoffe, dass sie den Raycon irgendwie noch kassieren würden. 1-2 Autos müssten wir noch kassieren. Dann können wir sie. Ah, wir haben noch eine Runde danach. Die wir irgendwie uns wehren müssen. Gegen den ankommenden Sergio Perez. Aber wir können jetzt ein bisschen wieder Luft. Wir können jetzt ein bisschen Luft verschaffen. Raycon hat auch einen direkt an der Backe kleben. Der hat nämlich einen Bottas, glaube ich. Oder, also oder Hamilton, ich weiß es jetzt. Ein Mercedes, glaube ich, sieht so aus. Naja. Naja, komm, diese scheiß Zeitstrafen. Weißt du, ich kann nicht bremsen. Wäre klar, wenn das kein Problem wäre, wenn das keine. Wenn das eine absichtliche Abkürzung wäre. Aber das war es halt nicht. Jetzt kommt der Perez aber noch einer. Mann, ich will dieses Rennen beenden. So ein hartes Rennen, aber. Ja, letzte Runde. Ich muss irgendwie das Rennen zu beenden hier. Warum hat er dich eine Runde weniger genommen, ey? Dann wäre es super gewesen. Der ist aktiviert. Ja, genau. Jetzt kommt der ist auch noch. Jetzt kriegt er. Herr, so noch die Hilfe dabei. Leck mich doch, Alter. DRS being enabled. DRS is now enabled. Jetzt helft dir. Jetzt sind wir natürlich doch der Spieler. Sagt mir jetzt noch den Sieg wegnehmen, ne? So, jetzt gehe ich natürlich mal die fette Mischung, weil jetzt muss. Um jetzt irgendwie noch mal ein bisschen Luft zu kommen.
Ich nehme natürlich jetzt sogar nochmal den Zug raus aus den. Du hast jetzt nicht irgendwie noch einen blöden Abflug oder sowas, oder? Ja, das meine ich genau, das. Was ein Rennen. Puh. Weltmeistertitel? Hat's gereicht? Ist der Rekord noch 6 oder 5 Minuten? Über die Jahre eine Vielzahl großartiger Sportveranstaltungen miterleben zu dürfen. Das ist eine weitere für diese glanzvolle Liste. Das ist der größte Traum eines jeden Rennfahrers. Wir haben einen neuen Formel 1-Weltmeister. Hat der Rückkehr jetzt auch noch sein Plätzchen verloren? Red Bull hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit. Wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben. Und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat Sechster. Auf die ja! Weltmeisterschaft. Der ist aber doch überholt worden. Wir auch einen neuen Weltmeister, da ihm die Führung nicht mehr zu yes. nehmen sein wird. Was für ein großartiges Jahr für die Formel 1. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Für mich war das Sergio Perez. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Zwei Punkte noch. Einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel 1 Saison dabei sind. Boah, auch wenn das heute ein bisschen mit, ja, nicht ganz teilweise regelkonform war. Ist mir scheißegal. Wir haben es geholt, liebe Leute. Ich wollte nur diesen ersten Platz. Mir wäre es egal gewesen, wenn der Rekord Vierter geworden wäre. Das wäre schön, das wäre okay gewesen. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Na, Weltklasse. Wie geht es Ihnen nach diesem Sieg? Ja. Heute ist für Sie alles nach Plan verlaufen. Es sah aus, als hatten Sie eine richtig gute Strategie für das Rennen. So, ja. Eine Weile sah es eng zwischen Ihnen und Ihrem Rivalen aus, aber Sie haben sich durchgesetzt, nicht wahr? Genau, machen wir das so. Sie haben sich im Vergleich zum letzten Wochenende deutlich besser geschlagen. Was hat sich geändert? Genau, machen wir das so. Klasse, das war dann alles. Das freut mich. Was ein Rennen, ey. Ja, ist gut. Ich sag mir jetzt wieder deinen Weg. So. Das Ding haben wir gewonnen. Du hast die Fahrerweltmeisterschaft gewonnen. In der Konstrukteurswertung sind wir auf jeden Fall auch wieder dabei. Ein tolles Ergebnis. Du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events. Ich fahre das nächste Rennwochenende und das wird sein USA. Und dann sehen wir uns dafür nächste Woche Freitag wieder. Tschüss.